packen wir es mal aus. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Hallo! Hallo! frohes Neues! Ja, könnte ich besser anfangen. Päckchen vom Angler. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich weiß nicht, ich habe Angst. Ja. Wer Anglers Päckchen kennt, so aus der Vergangenheit, der weiß, mit ihm ist nicht zu scherzen. Ja. Ich hoffe, ich irre mich ein bisschen in diesem seltsamen Mensch und hier ist was Tolles drin. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, es quillt wahrhaftig über. Es ist schwer und weich. Also das sagt meine Frau auch manchmal so zu mir. So, Schatz, du bist toll, aber du bist weich, aber auch schwer. Naja, egal. Ich versuche das Ganze mal hier so zu öffnen. Ob ich mich dafür bedanken soll, das sehen wir dann am Ende von Video. Jetzt kriege ich das wahrscheinlich mit dieser scheiß Billo-Schere nicht hin. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin ja auch zu blöd, um versteckte Botschaften irgendwie wahrzunehmen oder so. Ja, oder wenn mich einer irgendwie was hinter... Was heißt hinter... Nee, wie sagt man? Durch die Blume fragt, ja. Dann checke ich das alles nicht, ne? Und ich weiß nicht, ob es so eine Geste hier sein soll. Oder ob es tatsächlich noch was Nachträgliches zum Geburtstag sein soll. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Deswegen gehe ich hier mit der ganzen Sache mal mit Respekt dran. Ja? So, kann ich das vorsichtig hier einritzen? Ja, ich denke schon. Wo sind denn hier die Nähte? Ich glaube hier. Kaputt. Nein, ich bin vorsichtig. Ich heb das Ganze ja hier an. Aber ich krieg's nicht hin. Es ist ein sehr toller Karton. Momentchen mal. Ah, so geht's. Vielleicht sollte man eine Schere auch einfach mal so benutzen, wofür sie gedacht ist. So. Ich sehe immer noch nichts. Ja, so sieht's aus. Dann schneide ich hier mal durch. Es riecht neutral. Ich sehe immer noch nichts. Ja, tu die Schere mal weg. Alter. Ist das schwer. Okay, sonst ist hier, glaube ich, nur Verpackungsmaterial drin. Ja, ich glaube schon. Ich muss das so versuchen. Tada! Mir fehlen die Worte bis hierhin. Das ist auf jeden Fall besser eingepackt wie sonst was. Es ist sau schwer. Reis. Ich tippe auf Reis.
Erinnert mich ein bisschen so an so alte Filme, weißt du, wo so Koks, ne, so Kokspäckchen, die die Polizei oder so findet. So. Moment. Ich sehe was, das tatsächlich Reis dran. Moment, wo ist denn die Kamera da? Moment, da muss ich einmal ganz kurz draufklicken. Da, das Reis drin. So. Das ist schön, dass du dir Sorgen machst um meine Lebensmittelbeschaffenheit. Das Reis drin. Ich bin vorsichtig. Es sieht nur brachial aus. Hauptsache, du hast Spaß, ne? Ich sehe dich schon richtig geiern auf der Couch. Weißt du? Guck mal, der Picker weiß gar nicht, was los ist. Der packt Reis aus. Ja? 100 Leute gucken zu. Dass du da Geld für das Porto da überhaupt für hergibst, ey. Ah. Cobra Khan? Was ist das denn hier für eine Box? Die ist, sind ein bisschen Fäden von Heißklebepistole. Geht das Ding denn auf hier? Ich stelle mich jetzt wahrscheinlich total dumm an. Ich kenne diese Verpackung nicht. Aber hier sind ja Scharniere, das heißt, ich muss das ja hier irgendwie aufmachen. Der lässt sich aber auch irgendwie gar nicht bewegen. Ist da vielleicht Reis drin ausgelaufen? Er kriegt nicht auf. An dieser Stelle werde ich wahrscheinlich vorspulen, ja. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Ich drücke jetzt nicht auf Pause oder so. Wir sehen uns gleich, ja. Jetzt habe ich aber. Ich kriege es nicht auf. Ich sehe eine Hand. Du Heilige, aber ich krieg's immer noch nicht auf. Weißt du was? Ich ruf den mal an. Wo ist der denn? Gut, das muss ich jetzt rausschneiden. Hallo. Ich mache gerade ein Video. Ich kann ihn nochmal auflegen, dann kann ich mich anders melden. Na, schon okay. Ich piepse das einfach weg. Okay.
Ich habe jetzt hier dieses komische Ding in der Hand, aber ich krieg's nicht auf. Ja. Dieser komische Schieberegler funktioniert nicht. Der ist ja auch blockiert mit Heißklebe. Ah, also kann ich den kaputt machen quasi, ja? Ja, das ist der Schieberegler, den kannst du ja nur einmal zumachen und dann brauchst du ein Spezialwerkzeug, was ein Saturn-Mitarbeiter hat oder ein Mediamarkt-Mitarbeiter. Und das hast weder du noch ich. Du brauchst einen großen Schraubenzieher und dann einmal kurz drücken und dann muss es aufbrechen. Aber pass auf, es könnte eventuell hier und da ein Reiskörnchen rausfallen. Ja, dezent. Die Frau Picke hat ja so geschwärmt von ihrem super handlichen Staubsauger und jetzt kann sie ihn ja wenigstens mal testen. Ja, definitiv. Den stelle ich einfach auf super haarig ein. Und ja gut, okay, dann weiß ich Bescheid, dann mache ich das Ding, mache ich das platt. Kannst es kaputt machen. Du kannst da irgendwo reinstechen mit dem Schraubenzieher. Ich habe da auch schon ein paar Löcher da reingemacht. Ich muss halt suchen. Ja. Okay. Großen Schraubenzieher. Knick, knack, auf ist es. Ja, Ja, alles. gleich. Weil ich bin schon mittlerweile jetzt bei 11 Minuten und das Ding ist immer noch nicht auf. Also ich bin in den Keller gegangen, habe da mit dem Mann da drauf gehauen, die Schraubenzieher, da war es auf. Ist die beste Lösung, mach das auch so. Ja, gut, alles klar. Ich wollte mich nur vergewissern, weil ich. Das Ding braucht keiner mehr. Alles klar, das wollte ich wissen. Horido. Horido! Ihr habt es gehört, ihr habt es gehört, ja. Moment. Nee, ich muss tatsächlich einen Schraubenzieher holen. Bis gleich. So, mal schauen, ob ich hier überhaupt drunter komme. Wahrscheinlich nicht. Hammer. Pure Manneskraft reicht doch, Junge. Hat das echt zugeklebt. Der Hurenbock, ey. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich komme da nicht drunter, so, ich hoffe, ich kann es jetzt öffnen. Nein, ich kann es immer noch nicht öffnen. Also, wenn die Leute es schaffen sollten, so ein Teil irgendwo zu klauen, ja, mit diesem Ding. Ach, da steht ja auch Alarm, das sehe ich ja jetzt erst. Naja, ich habe ja hier einen Mülleimer, ne? Alter.
Ich hab's zugeklebt. Wow. Okay. Das Ding ist, obwohl es Plastik ist, es ist sehr, sehr robust, Alter. So, ich hab. Lass mal gucken, ob ich hier so entlang irgendwie komme. Na, der erste Reis rieselt hier schon rein. Alter, ich krieg. Alter, was wird das für ein Video? Wie kann das gehen? So viel zu Manneskraft, ne? Minuten, Junge, hänge ich hier. Jetzt ist aber auf, Alter. Jetzt hast du verloren. Bastardo. Das ist nicht der Reis, das ist der Angstschweiß, der mir gerade aus dem Schritt läuft, ey. Aber es ist. Moment, ich muss die eine Seite auch aufmachen. Nee, es ist tatsächlich einer drin. Okay, ich entleere das mal eben. Es ist tatsächlich ein Cobra Khan drin, ey. Das war aber wirklich ein Glücksspiel. Weil du hattest mir ja auch noch mal, ich glaube, das war gestern oder vorgestern, noch mal einen Link geschickt, dass es den zum Vorbestellen gibt. Und ich war wirklich am Überlegen, boah, nimmst du Cobra Khan oder nimmst du den Red Law? Hab mich dann aber dann doch für den Red Law entschieden, weil ich den gar nicht hatte als Kind. Und ja, mega. Jetzt hat er verloren. Arschloch, ey. Jetzt hat er verloren. Hier, Wertstoffhof, ne? Das tue ich mal beiseite. Da kommen bestimmt noch ein paar Cent dazu. So. Moment. So. Alter, hier ist ja auch noch mal Reis drin. Geil, ich habe eine Rassel. Ups. Ja, ich stell's mal hier hin. Oh, hast du. Penner, hast richtig schön überall reingedrückt, ne? War klar. Naja. Ja, mega. Trotzdem freue ich mich auf jeden Fall drüber. Richtig cool. Richtig cool. Und ich werde jetzt hier nicht. Oh, der hat aber auch. Weißt du, wie sehr kannst du eine Masters-Figur auseinandernehmen? Patrick, ja. Wie soll ich das denn da rauskriegen? Das ist sogar im Torso, hier im Unterleib drin. Alter, da will ich mich auf jeden Fall immer dran zurückerinnern, ey. Haben wir denn jetzt da alles? Arme? Eine Hand noch. Eine Hand noch. Hier war doch hier irgendwo an der Seite, oder war das schon die Hand? Hier ist noch was. Ah, hier ist das Heftchen. Prima. Und sogar noch das Begleitheftchen. Ach, hier das Spuckdingen ist auch noch da.
Aber es fehlt trotzdem noch was. Ah, hier. Da ist die Hand. Jetzt ist das Ding komplett. Ja, ich hab's rausbekommen. Den Reis werde ich definitiv nicht wegschmeißen. Also ich hoffe, oder vielleicht doch. Naja. Nee, ich schmeiß ihn weg. Ach, guck mal hier, da ist von dem Heißklebedingern, guck mal. Hier hat er die Heißklebepunkte gesetzt und das war dann, hat sich der Reis quasi da angezogen gefühlt. Ja, komm, war doch vielleicht ganz gut, dass ich ihn weggeschmissen habe. So, da ist er. Ja, zwar zerlegt. Moment, ich mach mal kurz ein bisschen scharf. Zwar zerlegt, aber ein Cobra Khan ist jetzt in meiner Sammlung. Da freue ich mich auf jeden Fall. 20 Minuten für diese Scheiße, Alter. Ja, ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank und ja, ich revanchiere mich mal, ne? trotzdem freue ich mich, definitiv. Ich werde gleich mal gucken, wie ich die Reiskörner da aus den einzelnen Corpus Delicti-Teilen da rauskriege. Aber das werde ich schon hinkriegen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, so wie ich. Und ja. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Fängt schon mal gut an hier. Komm, ist egal. Tschüss, macht's gut. Euer Movie-Picker. Ciao. Ich bin's noch mal ganz kurz. Ich habe auf jeden Fall ein Unikat, wenn man so will, denn meine heißt nicht Cobra Khan, sondern meine heißt Cobra Klapper Khan. Ja, ich habe, ohne Witz, ich habe 10 Minuten an dieser Figur rumgeschüttelt. Also ich schaffe das noch nicht mal so lange an mir selber rumzuschütteln. Aber ich kriege diese restlichen 2-3 Körner kriege ich nicht aus dem Korpus raus, von daher lasse ich das einfach so. Ja, das ist jetzt aber auch. Jetzt ist vorbei. Tschüss.